Jetzt aber. Mit dem Monat noch zu Ende gehen lassen und dann noch 20 Mal Pause, um jeden in den Wahnsinn zu treiben. Ne, mehr geht nicht. Okay. Aber Cole nehmen wir noch mit. Cole nehmen wir da noch mit, würde ich sagen. Als wenn die giedigen Russen noch was schnappen, ne? Vermutlich. Werden mir das nicht freiwillig übertragen, bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Frieden ist nicht. Das ist jetzt besetzt durch Russland, ja, wie. Ich bin jetzt fast schon in Japan. Nochmal 23%, so bei 88. Das geht noch. Ja, easy. British Schmand. Was? Ah, ne, Manchurei. Ich hab jetzt gerade. Junge, ich kann nicht mehr lesen. British Manchurei, ja? Passt doch. Passt gut zu British Skandinavia. Mhm. Aber British Alaska ist verschwunden. Ne, Sibirien war das eigentlich. Was weiß ich. British Kalt. British Kühlschrank. Hallo? Ich drück den Knopf, aber es passiert irgendwie nichts. Ich krieg keine Anzeige, wie viele Schiffe. Ja, gut, passt schon. Ich habe Schiffe gebaut. Nicht Feuer gemacht? Nee, ich baue jetzt eine Flotte. Um die spanische Armada zu besiegen. Das mache ich schon. Hast du überhaupt Schiffe? Ich habe 40 Schiffe. Wow. Mhm. Ja, ja. Ich muss mal drüber geredet haben. Nicht mehr synchron. Ach komm schon. Vielleicht möchtest du dich fertigen. Langsam habe ich keine Lust mehr, ne? Nächstes Mal weiter. Ja, toll, das ist wahrscheinlich wieder nicht so. Ich hab doch extra einen Krieg beendet. Spanien, beende mal deine Kriege. Soll ich nochmal husten? Nee, das funktioniert ja auch wieder nicht. Dass das nicht funktioniert, wissen wir schon. Ich spreche ja trotzdem noch. Hostet beim nächsten Mal. Es am besten wäre. Gut, wir haben nicht alle DLCs, also fallen wir zwei schon mal raus. Doch, ich habe fast alle. Ich meine Delfini. Oder quasi alle DLCs. Ich meine Delfini und mich. Okay, Japan kann ich als nächstes angreifen. Und nochmal den Kaiser. Das chinesischen Reichs. Kommst du jetzt oder? Ja, Moment, ich muss mal rausgehen. Und dann komme ich vielleicht bis Ming runter, dann kann ich Ming den Krieg erklären, der ist ja auch ein Vasallen, Tributstaat des Kaisers.
Ich will nicht sagen, dass der Kaiser Probleme hat, aber der Kaiser hat Probleme. Wie viele Provinzen braucht er noch? 3 Provinzen? Ja, wobei, ich kann es auch so den Krieg erklären. Ist halt leichter, wenn man einen Landweg da nach unten hat. Euch dann nochmal eine Einladung. Junge. Ich hatte die Einladung angenommen, ohne aus dem Spiel rauszugehen. Das hat aber nicht funktioniert. Wie aus dem Spiel rauszugehen, was? Du kannst nicht. Ich war noch im alten Spiel drin, auch weil die dann. Ich dachte, das geht vielleicht, wäre cool gewesen. Nein, das ist ein Paradox in der Active-Spiel. Hier geht prinzipiell nichts. Hätte ich nicht extra rausgehen müssen, wäre gleich den anderen Spiel. Ganz froh, dass der Multiplayer überhaupt irgendwann mal läuft. Ladet man eigentlich schneller euren Spielstand. 1799, das heißt noch 20 Jahre. 21 Jahre. Wenn das so weitergeht, wird das heute nichts mehr sein. Ah, es lief eine ganze Zeit jetzt gut und jetzt nicht mehr. Jetzt ist wieder die Wohnung dran. Die können Irokesen, also die Indianer, können die Amerika gründen? Ja, blöd ist, eine meiner Kolonien hat Imperialismus gegen sie verwendet und hat verloren, habe ich gesehen. Wow. Ja, das ist so ähnlich ging es meinen Kolonien. Was ist denn da drüben los? Die machen sich ganz gut da oben, ne? Ja, irgendwie... Da fehlt noch ein bisschen Land, aber dann haben sie nachher... Weißt du was? Was? Möchtest du gerne Imperialismus Kriegsgrund verwenden gegen die Irokesen und ich helfe dabei mit? Ich habe da drüben keine Truppen. Also gar keine. Dann kannst du über mein Land dann Truppen schicken. Ja, aber ich bin jetzt schon bei 90% Überdehnung und alles. Moment, das sind die Provinzen, ne? Schauen wir doch innerhalb der nächsten 20 Jahre. Ja, mit den Irokesen mal da eine Lektion kriegen, wer der Herr ist. Noch Japan dann irgendwann demnächst angreifen und nochmal den chinesischen Kaiser und dann mal gucken und nochmal Ming vielleicht angreifen und den chinesischen Kaiser. Ah nee, das ist kein Tributstaat mehr. Achso, scheiße. Naja. Ja, gucken wir erstmal. Ich muss jetzt erstmal warten. Ich muss nicht der Arsch, der gesünd werden muss da. Für mich. Ich kann wieder angreifen. Juhu. Du kannst gar nichts, du hast keine Rekrutenreserve. Doch, 10.000 habe ich. Das ist nichts, mit dem du was angreifen kannst. Ich habe doch hier noch kleinere Länder, die kann ich angreifen. Die seht ihr nur nicht. Ich könnte Chinook mal angreifen. Was haben denn die so? Die haben ja gar nichts. Da brauche ich, glaube ich, auch nur ein Stack. Also Spanien sieht die vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe es ja gar nicht weit von Mandschurei nach. Fällt mir jetzt erst auf. Ich habe ja da... Ja, wir müssen trotzdem ein bisschen warten. So. Gucken. Schiffe. So. Was? Ich wollte ja nochmal hier Richtlinien gucken. Dann muss ich noch warten. Besseres hab. Bis 1807 muss ich noch. Okay. Scheiße. Ja, alles so ein bisschen.
Okay, ich kann doch nicht angreifen. So, Waffenruhe. War ein Mist. Das geht nur mit Hilfe. Nein, Delfinio, nein. Nein. Warum nicht? Wir könnten Deli angreifen. Du meinst, ich kann Deli angreifen? Nein, nein, ich greife Deli an und du machst Euraten. Mhm. Weil die sind verbündet. Viel Glück. Ich kriege einfach auf Ablehnen. Das würden wir schaffen. Dieses Wir, ne? Das findet so nicht statt, möchte ich dir mal sagen. Also eher ein Ich werde es schaffen. Außerdem muss ich jetzt was anderes angreifen. Muss hier mal großes Aufmarschgebiet machen für die Irokesen vielleicht irgendwann. Dazu muss ich aber als Chinook angreifen. Wie sieht das jetzt überhaupt aus? Nachdem wir Japan jetzt... Spanien ist noch im Krieg. Die Maya-Pajete hat immer noch Lust. Die haben immer noch Lust. Von Ajak. Obern wir mal Ajak. Schmeckt das gut? Weiß ich nicht. Ich hab's noch nicht erobert. Ach. Oh. Jetzt haben wir mal irgendwelche scheiß Rebellen. Mach die mal weg da. Ja, gut hat. Sitka. Diese Namen hier alle. Glück haben die da nur Ödland, das heißt also, ich kann einfach gerade nach unten laufen und. Hey, wo ist. Ah, da ist mein anderer Flotte. Hast du schon wieder deine Flotte verlegt? Na, ich hab's ja jetzt. So. Ah, Regierungslimit ist noch nicht am. Nur mal so eine Frage, wie weit ist dein Regierungslimit? So. Nicht, dass das dafür verantwortlich ist, dass du so mega viel aggressive Expansion hast. 3070 ist mein Limit. Wie viel? 3070? Ja. Okay. Dann ist das wohl nicht das Problem. Ich habe das nämlich auch schon mal vergessen und dann habe ich gewundert, warum mich alle so sehr hassen.
beziehungsweise warum ich so wenig erobern kann. Nein, 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 ach Scheiße. Drückst dich einmal, dann musst du wieder 2 Jahre warten. Könnt ihr das mal einnehmen, bitte? Das wäre schön. Manchmal frage ich mich echt, was die KI macht. Das ist... Also... Außer ein Haufen Scheiße. Holla. Ah ne, das ist. Nee, das ist. Was ist denn das? Nee, das ist schon deren Flotte. Ach, das sind nur Transportschiffe, okay. Die haben nicht so die Schlagkraft, glaube ich. Glaube ich zumindest. Könnt ihr das jetzt endlich mal 92%, sag mal, besetzen, Leute, besetzen. Danke. Noch so verwandt. Starten da oben. Birsch, Kastanien. Okay. Kann ich einen neuen Stack da drin auswählen? Ja. Perfekt. Ja, ist ja gut. Kriegst du schon wieder Meldungen? Ja. Jetzt eben Russland ist vorbei. Okay.
Spanisch kann er da. Ja, mein okay. Kanada ist verschwunden irgendwann. Wollte mal sagen, die Irokesen sind auf Platz 4. Was? Was? Sind bald Platz 3. Okay, läuft. Was? Alter, das ist peinlich! Sorry, ich kenne mich damit nicht aus. Ich dachte,